Unser Feinwerkmechaniker, der Markus, kämpft um 1 Million Euro gegen Stefan. Momentan führt Stefan mit 13:2 und 6 Punkte. Markus, wichtige für dich, um Millionär zu werden, gibt es, wenn du dieses Spiel namens Umparken gewinnst. Wir haben das mal in der kleinen Version hier aufgebaut, damit ich euch die Regeln ein bisschen besser erklären kann. Also, das Ziel dieses Spieles ist es, dass ihr euer weißes Auto gleich durch die Einfahrt durchfahrt, also ich mache das jetzt mal imaginär über die anderen Autos rüber, und hinten aus der Zielausfahrt wieder raus. Sinn und Zweck ist es natürlich, dass ihr die anderen, bei dir roten Autos, bei dir blauen Autos, so umparkt, dass ihr mit dem Spielauto mittig durchfahren könnt. Also was ihr nicht tun sollt, ist hier einfach so schlängeln, sondern ihr mittig einmal gerade durchfahren. Im Verhältnis so viele Autos zu Feldern, wie es auch auf dem Feld sind? Das ist nur ein Beispiel. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was dahin gleich passiert. Nur ein Beispiel, um euch das mal zu erklären. Beim Umparken dürft ihr die Autos immer nur in der Achse der Fahrzeuge fahren. Das bedeutet, ihr dürft die Autos nur vor oder zurückfahren. Mhm. Also ihr dürft nicht irgendwie um die Kurve lenken, sondern nur in der Achse vor und zurück. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ein Auto immer mindestens, also immer 2 Spielfelder besetzen muss. Das heißt, stellen wir uns jetzt mal vor, das Auto wäre da, dürft ihr mit dem weißen Auto nicht reinfahren, weil das nur 1 Spielfeld besetzt wäre. Ne? Ihr dürft aber natürlich hier gerne hinfahren, wenn ihr meint, das ist der richtige Weg. Es gibt keinen Grund, und deshalb müsst ihr immer in diesen beiden Spielfeldern sein. Wir haben extra Schiris, die euch sagen werden, falls ihr ein bisschen aus dieser Begrenzung rausfahrt, dass ihr das Auto wieder richtig parken müsst, die Bande oder ein anderes Auto zu berühren. Ihr dürft keine Gasse machen, indem ihr euch dann so kreuz und quer stellt und dann versucht so einmal quer durch. Sieht zwar spitzenmäßig aus, ist aber nicht Sinn und Zweck des Spiels. Wer als erster mit seinem Auto durch die Zielausfahrt gefahren ist, gewinnt dieses Spiel. Ihr müsst nicht, und das sage ich, betone ich nochmal ganz ausdrücklich, ihr müsst nicht mit einem Mal geradeaus über den Parkplatz fahren. Ihr könnt das weiße Auto jederzeit aufs Spielfeld fahren. Muss aber, wie gesagt, 2 Felder besetzen. Ihr spielt gleichzeitig, ohne euch zu sehen. Deswegen haben wir diesen Sichtschutz aufgebaut. Ihr habt aber immer die Übersicht auf eurem jeweiligen Monitor. Der da für Stefan, der da für Markus. Da seht ihr sozusagen den Shot. Steht der seitlich oder wird der gedreht dann? Der bleibt genauso stehen. Der bleibt genauso stehen, aber dann kann ich ja aus dem Auto raus den gar nicht sehen. Nee, du sollst ja auf deinen Monitor gucken, du sollst ja nicht auf Markus gucken. Ja, aber wenn ich im Auto sitze, kann ich den Monitor nicht sehen, der könnte ja auch zum Spiel. Nee, du musst aussteigen und wieder zurücklaufen. Und gucken. Müsst ihr beide machen, euch einen Überblick zu verschaffen. Ja. Gibt es da noch eine Frage zu? Nee. Und am Anfang sehe ich das auch direkt, ne? Am Anfang, wenn das losgeht. Genau, ich platziere euch gleich direkt vor den Monitor und dann könnt ihr euch einen Überblick verschaffen. Und dann gebe ich euch das Startkommando und dann geht's los. Zu den Autos nochmal auch ganz wichtig. Schaltgetriebe, die Motoren laufen von allen Autos. Handbremse. Runterdrücken in der Mitte, in der Konsole, Mitte nach unten drücken zum Fahren. Und dann zieht ihr die Handbremse bitte auch wieder an, nach oben diesen kleinen Knupsi, damit das Auto stehen bleibt und nicht irgendwo hinrollt. Jo. Spiel 6, umparken. Ja. Klar? Okay. Markus, stell du dich bitte vor deinen Monitor, Stefan, du dich vor deinen. Und auf mein Kommando seht ihr dann... Die Autos stehen genau gleich auch. Absolut genau gleich auf beiden Spielfeldern. Stefan. Vor den Monitor. Spiel Nummer 6, umparken, startet jetzt. So, also ob da wirklich alles klar ist bei beiden. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Nochmal, wichtig ist, dass die Autos jeweils 2 Felder besetzen und jederzeit dürfen Markus wie auch Stefan Raab auch ihr weißes Auto, ihr Spielauto, das sie über den Parkplatz bringen müssen, benutzen. So, da sehen wir die beiden Felder und wie die beiden agieren. Er schafft es sogar beim Umparken zu schnaufen. Das ist schon interessant. Scheiße. Fehler gemacht. Ja, Mann, Fehler gemacht. Aber er lässt uns teilhaben. So, gibt es da eine Grundidee bei den beiden? Jeps. 30 Mal der neue Opel Astra. Hier
die Fahrzeuge. Umparken im Kopf bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Falsche Seite. Bei diesem Spiel. Das ist auch interessant jetzt. Also, was ist denn mit dem Kerl los? So, jetzt. Bei Raab kann man jetzt erahnen, was er da machen möchte. Wenn er jetzt ins Auto mit der Nummer 3 steigt, dann kann man erahnen, was er macht. Fehler gemacht, ey. Ja, aber. Und dann wird er die 2 runterziehen wollen. Ja. Ja, aber. Ja, gut. Was denn? Da kriegt er nochmal die Ansage, dass er den richtig auf die beiden Felder stellen soll und muss. Und was ist bei Markus? Haben Sie einen Masterplan? Ja, also bei Raab habe ich eine Vorstellung, was er machen möchte. Ich habe nur die Befürchtung, dass das nicht hinhaut, was er... Na, ich habe Fehler gemacht. Ja, was mach ich jetzt? Das kann zu laut sagen. Was mache ich jetzt? Scheiß Fehler gemacht. Also er muss natürlich jetzt irgendwie die 6 da wegkriegen, aber das hat er sich mit der 3 verbaut. Oben für Blau, für Raab gilt das. Also müsste die 11 richtig nach hinten, dann die 3 nach hinten. Also nochmal, logischerweise hören die beiden mich nicht. Das wäre dann doch ein bisschen doof. Also, jetzt müsste Raab den... Ja, so. Und dann kann er die 6 nach unten ziehen. Dann hat er ordentlich Felder frei für seinen weißen Wagen und könnte den ins Feld fahren. Das wäre der Weg. So können wir Schweinchen schlau spielen jetzt. Jeder daheim auf dem Sofa. Und ich habe es natürlich auch leicht hier in der Kommentatorenbutze. So, jetzt über... So, jetzt... So, jetzt... Ja, wenn er den Weißen vorfährt, bis an die 12 da ran, dann geht da was. Ich sehe noch 2. Er wirkt ratlos. Der Masterplan ist nicht da. So, was ist... Bei Markus, da ist eben die 6. Bei Rot ist es die 6. Wie kann er die? Stefan und Markus, denkt an eure Monitore. Da könnt ihr euch nochmal von oben im Prinzip alles anschauen und darüber nachdenken, wo ihr vielleicht. Er hat sich alles zugestellt, Markus. Ich muss jetzt auch mal hier nochmal in Ruhe drauf gucken, wie er aus das der Auto falsch geparkt Bredouille hat. Rauskommt. Schwierig. Er hat sich quasi alles zugestellt. Das sieht scheinbar gut aus, weil ja nur noch die 6 da mit dem Hinterteil in der Linie steht. Aber wie will er den jetzt wegkriegen? Er hat sich alles komplett zugebaut. Bei Raab hätte ich eine Idee. Aber das ist viel Fahrzeugwechsel. Er müsste jetzt den Weißen vorfahren. Den Weißen vorfahren. Dann die 6 hochziehen. Die 3 und die 11 nach links rüber. Dann die anderen runter. Also Raab ist eigentlich auf einem richtig guten Weg. Nochmal. Wie gesagt, das ist einfach von hier. Den Weißen bis so weit vor wie möglich. Ja? Das machen wir jetzt mal imaginär, während wir rechts im Bild. Wie ich von den Regeln. Ich habe euch von ja die Regeln erklärt. Das heißt, ihr müsst nicht mit dem weißen Auto einmal komplett mittig durchfahren. Jetzt die 6 hochfahren. Und dann kann er die 3 und die 11 wegziehen und hat dann die Möglichkeit, die 12 und die 14 runterzuziehen und hat's. Klingt komisch, klingt schwierig, ist aber einfach, aber er hat es. Okay. Er hat es. Der Fuchs hat es und Markus ist... Ach Mann. Na, er muss sie nur richtig hinstellen, aber dann hat er es, denn er hat dann die Möglichkeit, 3 und 11 nach links zu ziehen. Und bei Markus, der hat sich zugestellt. Er ist wie paralysiert hier, der Mann, der 1 Million Euro am heutigen Abend gewinnen kann. Der kann nicht nur Autos kaputt fahren, der Raab, der kann sie auch umparken und jetzt hat er es gleich. Denn wenn er jetzt die 11, wenn er nicht wieder auf der falschen Seite einsteigt, nee, das hat er diesmal, die 11 zurück, dann die Möglichkeit, 12 und 14 runter und dann hat er es. Und bei Markus geht gar nichts bei Rot. Ja, das ist ahnungslos, das ist, was soll ich tun? Und Raab... Da haben wir es. So, wie gesagt, das ist von hier aus der Kabine und daheim bei euch, bei Ihnen auf der Couch natürlich viel einfacher. Aber Raab hat's. Das ist aber eine glasklare Angelegenheit. Markus hat längst aufgegeben. Raab gewinnt ganz deutlich umparken. Ja, ganz klare Sache. Yes! Und damit ist das Spiel zu Ende. Markus, komm bitte zu mir. Einmal rum, du auch zu mir. Stefan. Ui, da habt ihr euch aber beide ein bisschen verknotet gerade, ne? Nee, vom Prinzip her war's gut.
Ich dachte, ich hätte mich verknotet, aber ich habe mich gar nicht verknotet. Eigentlich war es gut. Hast du dich nochmal drauf konzentriert? Ja. Markus, hast du mittlerweile das Problem analysieren können? Ja, analysieren schon, aber nicht lösen. Okay. Ich hab am Anfang wahrscheinlich... Guck mal, wir schauen uns das gemeinsam mal an. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen abgespeedet. Dann sehen wir nämlich ganz genau, wie er das mit den Autos gemacht hat. Also, ich wäre falsch, nachdem ich die Mitte freigeparkt hatte. Ja. Weil ich dachte erst, und dann ist mir erst aufgefallen, dass es eigentlich richtig ist, wenn ich den reinfahre. So. Und jetzt dachte ich, wäre falsch, weil die kommen da hinten nicht mehr weg. Dann habe ich gedacht, okay, fahre ich vor, den Sechster vor, die beiden genau zurück der und die dann. Ich habe euch ja extra gesagt, immer auch das weiße Auto einsetzen, ihr müsst es nicht komplett einmal Das war mir klar, dass ich das nicht direkt machen wollte, das war mir klar. Aber ich habe diese Lösung da hinten nicht gesehen am Anfang. Ach so, okay. Aber deswegen auch der Monitor, ne? Aber du weißt gar nicht mehr, was du jetzt... Also du bist ganz froh, dass du endest. Nee, das nicht. Nee? Also mein Problem war, dass vorne nur ein Feld frei war. Ich wollte das weiße Auto auch reinfahren, aber... Dadurch, dass es auf dem zweiten Feld da noch drin stand. Was soll man machen? Dieses Spiel haben wir gesehen, wie es geht. Ja. Geht an Stefan. 6 Punkte landen auf seinem Konto. Und damit steht es jetzt 19-2 für Stefan gegen seinen Herausforderer Markus. Es geht immer noch um 1 Million Euro. Und ich auch ohne die Handbremse losmachen. Einfach Vollgas, dann geht die Handbremse von alleine los. Echt? Hatte ich den Eindruck. Ich bin einfach reingegangen, habe voll die Kupplung voll reingetreten. Wunderbar. Zum Glück bist du nicht gegen die Bande oder andere Autos.